So, der Bus ist da. Ich glaube, da können wir verdammt gut drin schlafen bei der Zeit, die wir haben. Herrlich. Ja, mir fällt nichts ein, ehrlich gesagt. Also packen wir erstmal. So, ordentlich beladen der Bus. Getränke, Verpflegung, alles drin. Kannst du werden. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Winterberg. Juhu! Ja. Ja, Sonne scheint, ne? Sonne scheint. So ein Wetter morgen, übermorgen und schon müssen wir ganz schön kämpfen. Was gibt es noch zu sagen? Knapp 60 Kilometer müssen wir noch fahren, dann sind wir da. Dann geht's erstmal in unser Ferienhaus auspacken und dann geht es ja schon los, Startunterlagen abholen. Dann ausruhen. Irgendwie so. Ja, wir sind gut angekommen in Winterberg. Sind jetzt sogar schon auf dem Weg, unsere Startunterlagen zu holen. Ja. Ja. Wollen wir mal sehen, wen wir schon alles treffen. Ja. Aber erstmal geht's ordentlich bergauf. Geil! So, losgehen. Ja, jetzt kannst du losgehen. Dann haben wir alles. Schönen Abend. Ja. Schlaf gut. Halb acht. Ja. Prost. Okay. Auch Startunterlagen erfolgreich abgeholt. Ah, das tut gut. Olli, Flasche oder Glas? Flasche. Alles geplant. Ja, so sieht's aus. Besprechung zur Tortur. Keiner sagt was. Alles geklärt. Die Hauptsache ist, dass Marco einen Kugelschreiber dabei hat. In den Luftröhren schnitt. Genau. Also Räder sind auch getankt hier. Für die Fahrer auch. Prost. Genau. Prost. Prost. Auf die Läufer. Ja, ja, ja. Ja, das ist auch gut. Jetzt alle mal aus der Wäsche gucken. Wie immer, Alter. Hi. Erstmal einen Kaffee. Jo. Vom Dorf. Einen wunderschönen guten Morgen aus Winterberg. Moin. Wir haben jetzt, ja, kann ich schlecht sehen, aber 20 nach 7. Ja. Sind jetzt auf dem Weg zum Start, zur Quelle. Um 7:30 ist da das Briefing und dann geht es um 8 Uhr pünktlich los. Schön gemütlich, 230 Kilometer am Ruhrtal-Radweg entlang bis nach Duisburg zum Rhein Orange. Ja. Gibt es noch was zu sagen? Nein, noch geht's gut. Noch geht's gut, ja.
da rangekommen. Jetzt werden wir uns erstmal eintragen. Ja. Ich will keine langen Reden um die Ohren hauen. Ich bin auch sehr stolz von meinem Leben an den Start. Wie schon mal hier gerade wissen, dass wir machen das jetzt seit 10 Jahren. Das Einzige, was ich über diese 10 Jahre sagen möchte, ist, wir können nicht so viel falsch gemacht haben. Wir sind alle wiedergekommen. Wir haben einen kleinen Zeitplan hier. Wir machen jetzt kurz das Briefing. Dann würde ich euch bitten, dass wir eben die Fotos machen. Helmut und sein Team und eure Begleiter, die sich am nächsten Tag hier fotografieren. Das heißt, es kommt das gute Foto und dann der Start. Ja. Und okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! So, 3 Kilometer haben wir schon geschafft. Man beachte noch das Lächeln. Ja, noch gibt es nicht viel zu sagen. Bis jetzt hauptsächlich ganz leicht bergab. Wird sich aber zwischendurch ändern, weil der Ruhrtal-Radweg positive Höhenmeter von 1200 hat. Stimmt, oder? Ja. Ja. Wir hoffen, dass wir uns zwischendurch noch mal melden. So, wir haben jetzt 10 Kilometer auch geschafft, liegen etwas vor unserer Zeitplanung, kommt daher, dass wir wirklich hauptsächlich bergab laufen. Man überlegt 10 Kilometer von 230, das heißt die Distanz jetzt noch 23 Mal laufen, ja, hört sich gar nicht mehr so viel an. Man überlegt nur 23. Naja, wir schauen mal. Von euch noch ein paar Worte. Nö, läuft gut. Jörg ist gut drauf, rennt immer vorne vorweg.
gib das Tempo an. Genau. Kann ich kaum erwarten, dass Lock er endlich 30, ja. Da war erst die ganze Zeit bezahlt. Stimmt. Genau. Moin! 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 Danke! Hier guck mal einer an! Wollt ihr was trinken? Brötchen essen? Hier vorm Bulli. So, VP erreicht. Nach 13 Kilometer. Jetzt gibt's was zu trinken. Ja, das ist ein Problem. Ja. Also die ersten waren hier schon mit einem Höllentempo durchgerannt. Weil wir uns auch hinten pumpen. So, spurte ich zwischen den beiden Jungs her. zweiten eigenen VP haben wir gerade verlassen. Sind hier in Olsberg. 20 Kilometer haben wir hinter uns. Und hier haben wir noch gar nicht gefilmt. Geht hier jetzt schwimmen. Deswegen laufen wir eigentlich. Wie gesagt, den Ruhrtalradweg. Zum ersten offiziellen VP. Knapp 30 Kilometer, das ist dann VP 200. Da müssen wir uns dann melden. Dann wird abgehakt. Und dann geht es gleich weiter. Ja. 37, der Jörg. Jo, okay. Danke. Hi. Läuft. So, jetzt gucken wir mal. Wir sind auf Kilometer 33. Ja, endlich kommt die Sonne auch raus. Wird sofort wesentlich wärmer. Schön. Ja. Aber eine sehr schöne Gegend hier. Guck mal, ganz viele Weihnachtsbäume. Ja, jetzt sind wir endlich mal wieder online. Wir sind mittlerweile in Arnsberg. Ups, hier geht's weg ab. Haben jetzt 66 Kilometer hinter uns. Wir haben leider die Kamera immer im Bulli vergessen. Konnten also nichts filmen. Holen wir jetzt nach.
Vielleicht hat man es bemerkt, wir haben einen sehr hohen Verschleiß an Begleitern. Ist schon der dritte. Die können alle nicht mehr. Die sind alle schon fertig. Nur der Ansgar. Der rennt und rennt und rennt. So, auf Kilometer 74 haben wir das Schweigen der Lämmer. Und wir laufen jetzt nach Neheim. Da zu dem Fitnessstudio Friends, wo wir gucken, vor circa 2-3 Minuten die 100-Meilen-Läufer gestartet sind auf ihre Prologrunde. Und ich gehe stark davon aus, dass bevor die mit der Prologrunde fertig sind, wir da durch sind. Ja, gut, wir laufen einfach mal weiter. So, wir nähern uns sozusagen dem Fitnessstudio, wo der nächste offizielle VP ist. Wir haben jetzt noch circa einen guten Kilometer, dann sind wir da. Ja, direkt vor uns ist der VP, weiß ich nicht. Auf jeden Fall da, wo die 100-Meilen-Läufer gestartet sind. Da melden wir uns jetzt zurück, dass wir angekommen sind. Dann wird erstmal ein bisschen gegessen und dann schauen wir mal. So. Danke! 37. Oh, danke! 36. So. Mit der Lizenz zum Schreiben. Jörg, am Jo. Jo! So. Hey! Hi! Super! Oh, so viel Leckereien. Was darf es Schönes sein? Ja. Wir haben noch Nudeln hier. Ich glaube, ich nehme ein paar Nudeln. Ja. Ja. Jetzt gibt es erstmal lecker Nudeln mit Tomatensoße. Boah, sehr lecker. Jungs, ja. Doch. Ja. Guten Appetit. Ja, wie man sieht, wir laufen jetzt so langsam in die Dunkelheit rein. Und was man auch sieht, Ansgar ist nicht mehr dabei. Wir sind jetzt 15 Kilometer von Neheim entfernt, aus dem VP 147 losgelaufen und Ansgar hat da leider schweren Herzens abgebrochen. Bei ihm ging es nicht mehr, war einfach zu warm. Wir haben hin und her überlegt, wie wir es machen und am Ende sagte er würde aussteigen, weil er die Zeit auch nicht mehr halten kann. Ja, Ansgar ist jetzt im Bulli, macht Verpflegung mit und der Andreas, der läuft jetzt so ein paar Etappen mit mir. Ja, sehr schade,
Aber wenn es nicht geht, geht es eben nicht. Da muss man auf den Körper hören. Ja, gut, dann würde ich sagen, bevor es ganz dunkel ist, laufen wir noch ein bisschen. Ja. Sag früh genug Bescheid, wenn irgendwas geändert werden muss. Ja. Gleich kommen sie. Ja, also ich weiß nicht, ob der erste nicht vielleicht schon vorbei ist, weil hier kam eine ziemlich zügig schon durch. Nee, uns hat noch keine überholt, echt? Oder? Ja, dann ist es gut. Ja, locker. Ja. Ja. Ist wieder hell geworden. Nacht haben wir überstanden. War auch nicht ganz so kalt wie befürchtet. Ich glaube 9 Grad oder sowas hatten wir. Wir sind jetzt 22 Stunden und 37 Minuten unterwegs und haben 159,8 Kilometer geschafft. Das heißt, 70. Wir haben nämlich gerade auf VP75 verlassen. Ja, aber es wird doch ganz schön hart. Mal gucken. Hochrechnung. Wie viele Stunden haben wir denn noch? Zu viel. 15 Stunden und 22 Minuten für 70 Kilometer. Ja. Das Wetter ist top und ja, so kann es weitergehen. Ja, danke. Jo. Dann schauen wir mal weiter. Marco ist wieder dabei. Top. Die Winterjacke, arschkalt hier im Moment in Deutschland. Ach Quatsch, ah, sowas von. Total warm. Fühlte minus 5 Grad. Stopp. Weiter so. Burg Altendorf. Alles gut? Jo. Ja, wer noch rumfällt, wir haben jetzt den Arm noch rumfällt. Ja. Oder? Der kann auch laufen. So ein bisschen. Maschine, ne? Wir haben jetzt knapp 180 Kilometer, besser gesagt 175. Und ja, nähern uns ganz langsam dem Ziel. Ha, herrlich. Also, da auch. Die letzten Kilometer klappen so richtig gut. Ja? Ja, ich renne da 10 Mal um den Turm noch rum. Warum? Wollt mal angucken, was? Ich am Turm. Hier kann man noch rauf, hast du gesehen, ne? Ja. Würde man Boden bestimmt hören. Also, der hat sich doch bisher nicht angestrengt, oder? Der ist gerade erst eingestiegen. Bald ist es soweit. Jetzt holt Jörg alle noch ein und alle Begleitfahrzeuge sind an Bord. Rein orange lässt grüßen. Alle freuen sich schon, dass es bald vorbei ist. Auch wir sind tapfere Helden. Super! Und siehe da, selbst auf den letzten 5 Kilometern ist Jörg so fit. Ich weiß nicht, was da ruft, aber ihr was zieht ihn. Und er hängt doch glatt die beiden E-Bike-Betriebe-Fahrräder locker ab. Und mit jedem Schritt sieht er einfach immer besser aus und der lächelt noch. Super! Die letzten Kurven. Der Marco ist dabei
Und Frank auch. Yeah! Bis zum Ruhr-Orange nur noch 2,5 Kilometer. Da steht der Marco. Und da kommt die Hauptperson des heutigen Rennens. Ja. Für uns auf jeden Fall. Und ab geht's um die letzte Kurve. Gefolgt von Frank, der sein ständiger Begleiter ist. Jetzt die letzten paar Kilometer schafft er auch nicht. Es war ein schöner Tag, ein bisschen zu heiß. Danke. Alter, Falter. Spitzenwert. Geile Zeit. So, Hammer.